Herr Meier, nach der Trainerentlassung von Marinus Bester sind Sie als Trainer der aktuellen Mannschaft für den TSV Buchholz befördert worden. Wie haben Sie von der Idee erfahren, dass Sie nun die Mannschaft trainieren sollen? Also zum einen erstmal richtig schnell, eine Trainerentlassung ist ja nicht. Man hat sich letztendlich nach einem Gespräch zwischen Simon Beken und Marinus Bester darauf verständigt, dass letztendlich Marinus mit seiner Arbeit ja hier aufhört, weil er ja auch letztendlich die Verantwortung für die aktuelle Situation dann übernommen hat. Insoweit, also Trainerentlassung sehe ich nicht so und ja, entfahren. Ich bin nach dem Spiel bei Osdorf, was ich mir angesehen habe, mit Simon Weg nach Hause gefahren und da ja, kam dann langsam durch, wir müssen uns wohl mal morgen unterhalten. Und wir haben ja, Simon ist zwar Abteilungsleiter der Fußball-Erwachsenenabteilung bei 08 und dazu gehören halt noch der Andreas Eschler und ich halt auch noch. Von daher haben wir dann am Montagabend zusammengesessen und letzten Endes ist dann ja, die Entscheidung gefallen, mit Marinus das Gespräch zu suchen, um auch dann, Marinus hat die Sache letzten Endes ja, genauso gesehen, dass das dann aufgelöst worden ist. Von daher war ich also relativ früh am Start und er wusste im Grunde, was auf mich zukam. Es war dann halt die Frage, ja, Jan Voss quasi allein Verantwortung zu übergeben, mit allem, was dazugehört, mit aller zusätzlichen Aufgabe und Arbeit und alles, was da dran hängt. Und dann sind wir eigentlich zu der Entscheidung gekommen, zu sagen, wir sollten das im Grunde genommen zusammen machen, zumindest zu zweit machen. Und nicht einmal da Jan und ich, wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Ich aktuell der Trainer der zweiten Herren bin und insoweit relativ eng immer an der Mannschaft auf der ersten dran bin, hat es mich dann halt getroffen. In was für einem Zustand haben Sie die Mannschaft in den ersten Trainingseinheiten erlebt und woran wurde vor der fast unlösbaren Aufgabe gegen die TUS Dassendorf im Training gearbeitet? Also vor dem Spiel gegen Dassendorf war eine Trainingseinheit, die ich gemacht habe. Da ist nicht so wahnsinnig viel möglich dann halt. Da ging es halt nur darum, zu versuchen, ja, ein bisschen die negative Stimmung, ja, auch das aus der Mannschaft rauszukriegen, wenn man vorher 9 Tore bekommen hat gegen TuS Osdorf. Ist sowas natürlich unheimlich schwierig, weil das dann in den Köpfen erstmal drinne bleibt. Und das Training letzte Woche am Donnerstag war sehr positiv. Wir haben 23 Jungs hier am Start gehabt und haben das ja, locker, positiv aufgemacht, sind in die Spielsituation reingegangen, einfach nur um zu gucken, nicht, wie ist die Reaktion von den einzelnen Jungs. Und die war bei allen sehr positiv. Es war eine sehr lockere und angenehme Atmosphäre auf dem Feld. Und gut am Wochenende gegen Dassendorf war halt ja klar, dass nicht, wenn der Liga-Primus kommt, 2 Unentschieden, die restlichen Spiele gewonnen, dass das kein einfaches Spiel wird, war von vornherein klar. Für uns war wichtig, dass wir so auftreten, dass man auch von außen her sagen kann, gut, man muss und kann eventuell in der letzten Situation gegen Dassendorf nicht gewinnen, aber man muss zumindest ein Spiel hinlegen, wo man sich mit identifizieren kann, die 08-Tugenden halt wieder hervorgeholt werden. Und da sind wir, glaube ich, mit dem Spiel auf einem guten Weg gewesen und versuchen das jetzt weiterzumachen. Die Stärke des TSV Buchholz war ja jahrelang die stabile Defensive. Mittlerweile hat man die zweitmeisten Gegentore kassiert. Was sind die Gründe dafür und wie wollen Sie daran arbeiten, zukünftig wieder stabiler zu spielen? Letzten Endes ist es so gewesen, dass Marinus mit seiner Spielidee rangegangen ist, dass er relativ hoch stand und eher offensiv aufgetreten ist, was dann schon eigentlich in der Abwehrreihe begonnen hat. Und da wollen wir jetzt sehen, dass wir sagen, also das funktioniert nicht. Wir müssen wieder kompakter stehen, wir müssen defensiver stehen und unsere Chancen halt dort suchen, wo wir die Stärken dann auch haben. Und nicht unsere Stärken haben wir halt auch durch unsere schnellen Spieler, technisch guten Spieler, sodass wir da versuchen, dann unsere Akzente zu setzen.
Und im Defensivverhalten müssen wir besser werden und das wissen wir auch. Und da müssen wir halt auch mehr in die Laufarbeit reinkommen und uns gegenseitig helfen, damit wir die guten Spieler des Gegners halt da auch ausschalten können. Gegen Dassendorf war das nicht immer möglich, aber in den nächsten Spielen hoffe ich mal, dass wir das hinkriegen. Wie sieht denn Ihre Zielsetzung bis zur Winterpause aus? Wir haben jetzt 4 Punktspiele und ein Pokalspiel, denn das Nachholspiel gegen Teutonia gehen wir nicht davon aus, dass das jetzt in diesem Jahr noch kommt. Von daher müssen wir jetzt zusehen, dass wir uns morgen bei Ham United, nächste Woche Freitag bei Süderelbe und dann die Woche drauf zu Hause gegen Bramfeld, dass wir uns da stabilisieren und sicherlich auch anfangen müssen zu punkten. Der Abstand darf nicht zu groß werden. Ja. Plant denn der Verein auch in der Winterpause mit Neuzugängen oder wie sieht das da aus? Also wir haben ja im Grunde genommen ständig den einen oder anderen Perspektivspieler mal dabei, der auch im Training mal dazukommt zum Probetraining, um mal zu sehen, passt das was, ist das was? Nicht die Maxime, die wir ja hier seit Jahr und Tag führen, ist, dass wir im Grunde genommen mit Spielern aus dem Landkreis, aus dem eigenen Verein, aus dem Landkreis, auch aus unteren Klassen halt hier einbauen, um dann erfolgreich zu sein, was über Jahre hinweg gut funktioniert hat, sehr gut geklappt hat. Und das müssen wir und werden wir auch weiterhin tun. Wurde denn mit dem Vorstand schon abgesprochen, wie lange Sie die Position jetzt als Trainer für den ersten TSV Buchholz übernehmen sollen? Gibt es da eine Regelung? Im Moment sind sicherlich Gespräche mit möglichen Nachfolgern für Marinos in Gange. Da muss man halt nur sehen, stehen die sofort zur Verfügung nach der Winterpause oder wann auch immer zur Verfügung, wenn man sagt, das passt. Und da hat Simon ja auch schon erklärt, wird er sich nicht unter Druck setzen lassen, sodass da eine Zeit da sein wird. Und ich gehe im Moment davon aus, also morgen wird sicherlich noch nichts passiert sein. Und auch in der nächsten Woche wird wahrscheinlich noch nicht so weit sein, dass da jemand Neues hier auf dem Platz steht. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute für das nächste Spiel und vielen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.